Hiermit erkläre ich die vierte Bratwurstjagde für eröffnet. Die Bratwurstjagde in Holzhausen. Huldigung für einen kulinarischen Dauerbrenner. Mut zu einem Quäntchen Größenwahn. Und mittendrin ein König. Die Thüringer Bratwurst steht ja für Thüringen. Und das ist für mich das eigentlich das Allergrößte, was es gibt. Weil ich bin Thüringer und jeder Thüringer weiß, die Bratwurst ist lecker. Und da kann man stolz drauf sein, das vertrete ich gerne. Lange Zeit war die Bratwurst ein kostbarer Leckerbissen. Verzehrt nur bei hohen Festen oder auf Jahrmärkten. Heute gibt es, wie im Schlaraffenland, jeden Tag Bratwurst. Vom Rost. Die Königin der Würste fördert die Geselligkeit. Ob am Imbissstand oder bei der Gartenparty. So eine Original-Thüringer Rostbratwurst, die ist am besten knackig, frisch und gut gebräunt, am besten wie eine schöne Frau halt. Wurst, Brötchen, Senf, so einfach kann man einen König glücklich machen. Der Bratwurstkönig isst seine Bratwurst zuerst, die erste, wenn er irgendwo hinkommt, ohne Senf, um den Geschmack nicht zu versauen, sage ich mal auf Deutsch. Aber dann die zweite, weil zwei wären es immer, die da mit Senf und mit Brötchen. Wurst und Spiele in Holzhausen. Davon später ausführlich. Erkunden wir, wie der Hype begann. Ein Archivar aus Arnstadt fand im Sommer 2000 eine Klosterrechnung von 1404. Peter Unger suchte in den Papieren vom Liebfrauenkloster aber etwas ganz anderes. Ich hatte damals den Auftrag, nachzuprüfen, auf welcher Seite in dieser Rechnung sich die Ersterwähnung des Arnstädter Bieres befindet. Naja, und bei der Gelegenheit, ich musste ja die Rechnung von vorn bis hinten durcharbeiten, bin ich dann schließlich auch auf diese ominöse Seite 27 gekommen in der Rechnung und fand dort den Eintrag, ein Groschen vor Dame zu Brotwurst dienen. Und ja, habe ich gedacht, das fetzt ja. Da gibt es auch eine sehr frühe Erwähnung der Thüringer Bratwurst und noch dazu in einem Dokument aus Arnstadt, dieser Propsteirechnung des Arnstädter Jungfrauenklosters aus dem Jahre 1404. Und die befindet sich ja im Original, wie wir hier sehen, im Thüringischen Staatsarchiv in Rudelstadt. Ein Groschen für Bratwurstdärme, hatte der Propst aufgeschrieben. Die Sensation war perfekt. Die Damen im Kloster tranken nicht nur Bier, sie ließen auch Bratwürste machen. Diese Ersterwähnung war ein Meilenstein in der thüringischen Bratwurstforschung. Archivar Unger bekam nicht nur Appetit auf Bratwurst, er wollte nun alles über die National- und Kultspeise des gemeinen Thüringers wissen. Er suchte, sammelte, las und veröffentlichte. Zu schnell musst du gar nicht drehen. Das weiß ich, mach ich auch nicht. Ich mal hier vorne. So wird nur noch selten Wurst gemacht. Wie bei Familie Breitbart in Bruchstedt im Thüringer Becken. An einem kalten Tag wird das gut gemästete Schwein mit Achtung und Respekt vom Leben in den Tod befördert. Gibt es Schöneres für ein Schwein, als seiner Bestimmung bei einer Hausschlachtung entgegenzusehen? Ja. So, und jetzt auf die Lade rollen. Mit Bräuchen, die über Generationen hinweg zu Ritualen wurden. Wie die Würdigung des tapferen Wurstschweins mit dem ersten Umtrunk. Und wenn unser Schweinchen hängt, dann wird das einer eingeschenkt. Du hast ja gar nicht mitgetrunken, du grüßt keinen. Und dann sage ich Prost, auf gutes Gelingen, jawohl. Das Dreizentnerschwein hat viel zu bieten. Fleisch, Speck und Innereien für deftige Köstlichkeiten. Die Bänder, weiter Bänder noch.
So. Reintun, ja? Wir schlachten jedes Jahr einmal. Aber ich weiß nicht, es wird immer weniger. Deswegen wird es wohl. Es schmeckt besser. Weil es ist anders gewürzt und so weiter. Aber naja. Schöne Kräuter. Gibt es schöne Schinken hier, gell? Jawohl. Den Salzen wieder schön einbernert. Genau, Jahr, gell? Genau. Und dann essen wir uns zusammen. Die Großfamilie ist dem Charme kräftiger Wurst verfallen. Und sie schätzt die gemeinsame Arbeit, das gute Gefühl, dass alle etwas äußerst Sinnvolles tun. Nach den besten Stücken für Schnitzel und Kotelett macht der Fleischer nun alles für die Bratwurst fertig. Die Würze, die mache ich dran. Die Grundwürze. Die Grundgewürze. Wenn es die Schlachtkundschaft schärfer möchte, mehr Pfeffer oder mehr Salz, da bestimmt die Kundschaft. Das kosten alle mal. Hier das letzte Wort habe ich bei der Sache. Ja, du, der Schlachtherr. Es muss von jedem noch ein kleines bisschen dran. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Alles andere ist in Ordnung. Kümmel will meine Frau nicht, das wisst ihr. Da machen wir nicht so viel dran. Dann machen wir lieber das, was deine Frau sagt. Ja, sonst kriege ich Ärger. Was haben Sie früher immer gesagt? Ein Tropfen muss nein, vor der Nösen. Ja, wann ich mal Schnaps nein. Tropfen muss nein, vor der Nösen. Ja, das könnt ihr woanders machen, aber nicht bei mir. Wir trinken den lieber. Das exakt gewürzte Brät für die Bratwurst muss nun in den Darm. Jawohl. Die Bratwurst bei Breitbarts ist anders als die aus dem Fleischerladen. Bisschen schneller. Sie wird luftgetrocknet oder geräuchert und kommt später irgendwann als Knackwurst auf den Tisch. Frische Bratwurst gibt's nur die nächsten 3 Tage. Wir haben so eine Tradition, dass wir ungeräucherte Wurst braten in der Pfanne mit Kartoffelbrei das servieren und Apfelmus. Das ist eine Tradition, die fast keiner kennt. Aber wir im Bruchstedt machen das. So. Apfelmus? Ja, Apfelmus, Kartoffelbrei und eine rohe, ganz frische Bratwurst. Mittlerweile hat die Bratwurstjade in Holzhausen Fahrt aufgenommen. Mannschaften wie die Suhler Grillzwerge, die Senfitos oder die Thüringer Horde streiten um den Sieg. Dabei geht es nicht nur um die Wurst. Der Siegerpreis, Spanferkel, Bierfass und Bücherpaket. Im Getümmel Buchautor Michael Kirschschlager, ein exzellenter Kenner der Thüringer Geschichte. Wenn es um die Erfindung der Bratwurst geht, beanspruchen die Franken aus Nürnberg das Recht der ersten Brattat. Die Bratwurst sei eine Fränkin. Der Historiker kontert mit einer verwegenen Herleitung. Es müssen die Thüringer gewesen sein, weil in die Bratwurst gehört viel Liebe. Und zu viel Liebe gehören schöne Frauen. Und da die Thüringer die schönsten Frauen haben, müssen also die Thüringer summa summarum auch die Erfinder der Bratwurst sein. Holzhausen unter der Wachsenburg, Hauptstadt aller Bratwurstfreunde. 702 und etliche vierbeinige Einwohner. Ein Bratwurstkreisel begrüßt die Besucher und sie besuchen meist, na klar, das erste deutsche Bratwurstmuseum weltweit. Hier wird der Bratwurstkatechismus gepredigt, hier wird der schönen Braunen gehuldigt, hier wird aufgeklärt. Und, Thüringer Bratwurst ist das bekannteste Lebensmittel in Deutschland. 99,3% aller Deutschen kennen den Begriff Thüringer Bratwurst, haben mal eine gegessen oder haben eine gegessen, die eine sein sollte. Ja? Schwarzwälder Kirschtorte sitzt auf Platz 2 dieser Statistik. Ja? Ja. Natürlich ist das Produkt Bratwurst auch ein großer Wirtschaftsfaktor für die Thüringer Ernährungswirtschaft. 2000 Arbeitsplätze hängen direkt an der Thüringer Bratwurst. Es werden auch eine ganze Menge Bratwürste hergestellt in Thüringen. 35.000 Tonnen waren es im letzten Jahr. Würde man die aneinanderlegen, würden also fast zweimal um den Erdball herumreichen. 2/3 dieser Tonnage wird also von den Thüringern selber aufgegessen. Danach muss jeder Thüringer im Jahr um die 80 Bratwürste essen. Wobei ich sagen muss, das finde ich gar nicht so gefährlich. Das sind in der Woche nicht mal 2 Stück. Ja? Also ich selber kenne da eine ganze Menge Leute, schaffen das auch locker am Tag. Aber der Verein der Freunde.